Am vergangenen Wochenende fand im slowakischen Liptovský Mikuláš die Europameisterschaft im Kanuslalom statt. Für das deutsche Team lief es ausgesprochen gut. So holten unter anderem die Kajakdamen mit Lisa Fritsche im Teamwettbewerb die Silbermedaille. Sie mussten nur den Damen aus Großbritannien den Vortritt lassen. Die 23-Jährige ist stolz auf ihre erbrachte Leistung und wie sie selber sagte, ich bin über mich hinausgewachsen und habe jeden und sogar mich selbst bei der EM damit überrascht. Lisa Fritsche ist in der Elsterstadt Zeitz geboren und hat auch im Zeitzer Kanuverein die Liebe zu dieser Sportart entdeckt. Ihr weiterer Werdegang, der Besuch der Sportschule in Halle. Und seit 2010 trainiert sie dort auch beim BSV Halle. Ihre Zielstrebigkeit hat die junge Kanutin schon oft aufs Treppchen gebracht. Wie zum Beispiel bei der U23-Weltmeisterschaft 2013 oder 2012 bei der U23-Europameisterschaft. Und nicht zu vergessen, die deutschen Meisterschaften. Auch hier holte sie sich ihre Medaillen. In diesem Jahr stehen noch 3 weitere Weltcups und die Mitteldeutsche Meisterschaft auf dem Plan. Und für die Zukunft, ja, da hat sie noch ein ganz großes Ziel vor Augen. Olympia 2020. Denn für Rio hat sie leider die Qualifikation verpasst. Aber das entmutigt sie keinesfalls. Ganz im Gegenteil. Jetzt versucht sie erst einmal den Druck, unter den sie sich oft selbst stellt, und ihre Nervosität in den Griff zu bekommen.